Deutschlands größte Basketballhoffnung ist angekommen. Dennis Schröder ist da und unterstützt die deutsche Nationalmannschaft gegen Ungarn zum Auftakt im Supercup in Hamburg. Und das dann also das Team, das Henrik Rödl hier heute an den Start schickt, ohne Maxi Kleber heute im Kader. Dennis Schröder direkt sehr involviert in der Anfangsphase hier, verlegt aber Daniel Theiss räumt ab, der Center von den Boston Celtics. In den ersten Minuten sehr, sehr involviert in der Offensive. Hier ist er schon wieder freigespielt von Dennis Schröder und dann mit dem feinen Touch aus der Mitteldistanz. Die Deutschen sowieso in den Anfangsmomenten sehr, sehr dominant, lassen defensiv nichts zu. Und vorne haben sie Dennis Schröder, auch hier wieder in Kombination mit Daniel Theiss, der kleine Handoff und dann der Dreier, ohne zu zögern und dann fast noch mit wegschauen. Dennis Schröder kommt mit Selbstbewusstsein raus. Die Ungarn treffen wirklich nichts in der Anfangsphase. Und auf der Gegenseite erkämpfen sich die Deutschen den Ball auch wieder, wenn er schon fast weg scheint. Entspanntes erstes Viertel, 23:4 die Führung nach 10 Minuten. Die Ungarn brauchten 6 Minuten bis zum ersten Korb. Aber im zweiten Viertel, da beginnen sie direkt besser mit dem Erfolg von der Dreierlinie. Dann Dennis Schröder, involviert in alle Aktionen, defensiv mit dem Block, offensiv mit dem Auge für Ismet Akpinar. Er ist so wichtig für Deutschland und stellt das hier gleich unter Beweis. Führung bei 21 Punkten für Deutschland und Schröder mit Verzögern in der ersten Hälfte, 4 von 4 von der Dreierlinie für den deutschen Point Guard. 14 Punkte Verzweiflung auf der ungarischen Bank. Dann aber der Center Keller mit einem kleinen Auftritt. Er der Topscorer mit 12 Punkten für die Ungarn. Ein offensiver Lichtblick. Die Deutschen jetzt mit schönen Kombinationen. Theiss raus auf Giffey. Und der zieht vorbei an allen zum Korb für den Dank. Der Berliner mit einer wuchtvollen Aktion in der Offensive. Und das kann auch Vogtmann nach dem Steal über der Dreierlinie. Freie Bahn für den Dank am anderen Ende. Dann die Deutschen aber unkonzentriert, verlieren den Ball immer öfter im eigenen Spielaufbau. Plötzlich kommen die Gäste nochmal ran und wieder ist es Keller. Einer von zwei Dreier-Erfolgen für den Big Man. Hier einfach zu viel Platz gelassen von Johannes Thiemann. Letztes Viertel und die Ungarn sind auf 14 Punkte wieder rangekommen. Aber dann die Konzentration beim Team von Henrik Rödl wieder etwas besser. Schöne Action abseits des Balles für Moritz Wagner, der den locker reinlegen kann. Und so plätschert das Spiel dann aus. Ungarn kommt nicht mehr nah ran. Und dann ist es nochmal Bonga für Obst und der wird gefoult. 4-Punkt-Spiel für den Dreier-Experten und Shooting Guards. Das letztendlich das Ende dieser Partie. Deutschland gewinnt deutlich gegen Ungarn und Heimatkind Ismet Akpinar mit seinen Gedanken. Ich denke, wir haben Ungarn am Anfang mit unserer extrem guten Defensive überrascht. Die haben gar keine Option, gar keine Lösung gefunden. Wir müssen es schaffen, das 40 Minuten aufrechtzuerhalten. Im dritten Viertel hatten wir auf jeden Fall einen Hänger. Das Viertel haben sie gewonnen. Das darf uns gegen eine Mannschaft, auch wenn es Ungarn ist, einfach nicht passieren. Es passt noch nicht an allen Ecken und Enden beim Team von Henrik Rödl. Dennoch gewinnen sie deutlich 83:62 gegen Ungarn.